Hallo meine Freunde und Zuschauer, willkommen zurück zu My Island. Heute werden wir noch einiges sammeln. Ich habe zumindest vor, ein großes Floß zu bauen. Dazu benötigen wir auch wieder einiges. Ich habe mir noch beim letzten Mal ein paar Fackeln hergestellt, die möchte ich immer gerne aufstellen. Sind zwar nur zwei Fackeln. Dann wird mal testen, was die Fackeln dann so bringen. Wo stelle ich sie am besten hin? Vielleicht eine Fackel hier so. Mal gucken. Ich ziehe die erstmal runter. Und die ersten beiden Slots. So, die eins. Schau mal. Kann man doch bestimmt hier irgendwo platzieren, oder? Nein, kann man nicht platzieren. Was steht denn hier? Rechts. G, Pflanzen. F. 11 plus Hammer ist bauen. R ist Gebäude drehen. X ist aufwärts zerstören. Ja. Essen trinken. Objekt ziehen. Also ist das nicht zum Platzieren? Sieht gar nicht so aus, oder? Na, sieht nicht so aus. Mal sehen, ob es etwas gibt hier. Wolkenbogen, den haben wir ja schon gemacht. Schrotflinte, Munition. Die Axt habe ich noch mal gemacht gehabt. Beim letzten Mal habe ich reingeguckt, wie ich die Kisten wegbekomme. Von dem Kleinen, die ich zu viel hatte. Das geht man mit, dann muss man den Hammer in die Hand nehmen und drückt dann X und dann kann man die Sachen, die man zu viel aufgestellt hat oder abbauen möchte, und damit ja beseitigen. So, was haben wir hier? Schwarzpulver. Patronen haben wir 25 Stück. Verband. Stehende Fackel. Eine stehende Fackel hatte ich nicht gemacht, ne? Wir brauchen Stoff. Mal sehen. Ich hatte normale Fackeln gemacht wahrscheinlich. Lass mal sehen. Ja, normale Fackeln. Dann tue ich die mal weg. Machen wir stehende Fackeln. Stehende Fackeln. War doch hier irgendwo. Das ist schon wieder weg. Ah, hier. Stoff. Stoff haben wir doch. Holzzeit haben wir auch. Stehende Fackeln. Dann machen wir gleich mal 4, 5, 6. 8 Fackeln, würde ich sagen. Braucht jedes Mal 10 Sekunden. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Hier erstmal die Axt. Die Pickhacke. Wir werden noch ein bisschen mehr sammeln müssen. Werden wir auch machen. So, Stoff weg. Ach, hier wollte ich auch noch im Wasser Bänder hinstellen. Es war dunkel. Ein bisschen aufpassen. Wir wollen noch ein bisschen Holz schlagen. Und wenn es geht, ein bisschen Stein oder sowas. Okay, dafür nehmen wir die Pickhacke. Eisen, Erz, Peter, ja, das brauchen wir auch. Und das Schwarzpulver. Das war kein, nein. Das war nur ein Brocken von einem anderen Stein. Bambus haben wir genug. Das ist wahrscheinlich Ton und für Ton brauchen wir gar nicht. Ne, Ton braucht man nicht so viel. So ein bisschen auf die Tiere achten, die hier in der Wildnis umher streunen. Schleichen, wie auch immer. So ein bisschen von den Blättern was mit. Was haben wir hier? Ne? Bananenblätter, ja. Gut. Oh, der Vogel steht in der Luft da hinten. Sieht auch nicht schlecht aus. Steht in der Luft. Ach, hier haben wir noch Flachs. Ja, Flachs brauchen wir auch.
Stoff und Seile. Nehmen erstmal so mit, wie geht. Mal sehen, wie es aus dem Inventar. Ja, ein bisschen Platz haben wir ja noch. Muss man aufpassen. Irgendwo läuft noch ein Bildschwein rum. Eine Ziege sowieso. Und irgendein anderes Tierchen noch. Dort hinten können wir, glaube ich, auch noch was abbauen. Gehen wir mal an die Südspitze der Insel hier. Dort hinten rüber. Ich muss hier mal ein bisschen um. Ja, so einen mittelmäßigen Wellengang heute. Wunderschönes Meer mit einem blauen Himmel überdeckt. Man kann sogar am helllichen Tag die Sterne sehen. Herrlich. Einfach nur so schön. Ich hoffe, wir schaffen es heute in dieser Folge ein schönes Floß zu bauen. Wir bauen das für die Steine ab. Das ist wichtig. Vor allem auch Eisenerz und so. Damit wir noch eine Machete machen können und dies und das. So, jetzt können wir mal unsere Axt mal nehmen, wieder. Mal sehen, ob wir Kokosnüsse an den Palmen drin haben oder nicht. Jetzt lassen wir den Baum fallen. Wenn wir den Baum sofort nehmen, kann es sein, dass wir gar keine Kokosnüsse ernten können. Weil die mit dem Baum gleichzeitig weg sind. Habe ich schon festgestellt manchmal. So, alle Kokosnüsse weg. Hier haben wir noch welche hängen, ja? Okay, dann schlagen wir hier noch ein bisschen drauf. Lass mal umfallen. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal die Kokosnüsse, wenn es geht, nehmen. So. Dann haben wir ja schon wieder eine kleine Auswahl. Ich denke, unser Inventar ist gleich voll. Ja, eine noch. Das war's dann. Eine Kokosnuss, dann haben wir das. Egal, schlagen wir trotzdem noch ein kleines Bäumchen. Hier. Hauptsache machen wir ein bisschen Holz. Brauchen wir ein bisschen unser Floß. So, eine Kokosnuss. Eine andere geht nicht mehr. Gut, damit wir auch Platz schaffen, werden wir das mal fallen lassen. So, lassen wir alles schön fallen. Und schlagen mal ein bisschen drauf. Damit können wir auch Platz schaffen. Weil wenn wir die in die Hälften schlagen hier, aufschlagen die Kokosnüsse, dann brauchen wir nicht. Dann haben wir mehr Platz in den Slots für die einzelnen Teile, sieht man jetzt hier. 30 ist das höchste. Wir haben also noch Platz hier. Dadurch haben wir wieder Platz geschaffen und könnten glatt, ja, machen wir auch. Schlagen wir noch eine Palme nieder. Was wir haben, haben wir. So, dann schauen wir nochmal. Wie schön ist das. So, da haben wir ja noch eine leckere, kostbare Kokosnuss. So, dann schlagen wir die auch noch. Weil die Ausbeute war ja nicht so groß. So. Jawohl. Haben wir ja.
2 ergattern können. Sehr gut. Noch Platz hierfür. Was ist das hier eigentlich? Kann man den aufschlagen? Ja, das ist nur Gestrüpp, ne? Gut, dann nehmen wir die, lassen wir die auch mal kurz fallen. Ein bisschen Platz zu haben wieder. Hier sitzt sie. Nehmen wir gleichzeitig auf. Jawohl. Mit dem Hammer dauert das meistens länger, die aufzuschlagen. Na, wir gehen wieder zurück. So. Wie viel Platz haben wir noch? 2 Plätze haben wir noch. Wir sollten unterwegs noch etwas auffinden, nehmen wir das natürlich dann mit. Die Achse ist fast verbraucht, das seht ihr unten. Slot 2, der grüne Balken, in der sich auflöst. Da haben wir auch keine Axt mehr. Von der hatte ich schon mal vorhin, haben wir jetzt weiter gemacht. Ach, unsere Ausbauarbeiten seht ihr auch links unten. Jetzt gehe ich nochmal. Dann steigt der Ausdauerbalken wieder. Und wenn ich wieder rennen sollte, dann geht er schnell nach unten. Dann sollte man auch nicht immer nur rennen und mit Bedacht. Auch nur so rumlaufen. Falls Krokodil oder sonst ein Tier hinter einem her ist, ja, sollte man schon einen Schritt zulegen. Und wenn der Ausdauerbalken dann weg ist, dann steht man da und wird vielleicht gebissen. Ist die Ziege? Ich glaube, die tut mir da nichts, oder? Nee, ich denke nicht. Nur wenn man hier zu nahe kommt. Ihr seht nicht oder so. Ja, hier nehmen wir, haben wir noch Platz für Flachs hier, ne? Gut, haben wir noch. Dann hätten sie noch Pilze. Hier auch. Gerade gesehen. Nehmen wir natürlich auch noch mit. So, da passt ja noch alles wunderbar in unser Inventar. Prima. Haben wir noch mehr davon? Jo. Kleine Ausbeute hier heute. Ja, Nahrung, Nahrung, Nahrung. Gut. Oh, Mais. Mais hatte ich vorher noch nie gesehen. Mais ernten. Wie sieht denn so ein Maisbaum aus? So, ne? Hatte immer gesucht, wo ist Mais. Jetzt habe ich es durch Zufall entdeckt. Mais. Ich dachte, das gibt es auf der Insel gar nicht. Aber so kann man sich täuschen. Mais. Kann ich die Pflanze so erkennen? Ich denke nicht, oder? Erstmal nicht. Nee. Nehmen wir nochmal Flachs mit. Wunderbar. Das ist nichts hier. Erdenpilz. Warte mal, da war auch noch was. Bananenblatt. Pilze. Haben wir immer. Ach, wir immer noch Platz. Viel, aber die Kokosnuss geht nicht mehr. Ne? Um die aufschlagen? Ja. Ach, das war eine Wassermelone. Ja, ich kann ja auf nichts verzichten hier. Oder doch? Ja, auf Ton kann ich verzichten. Walnuss. Ach! Oh! Oh shit! Wo ist meine Machete? Auf der 4. Hey du! Ganz schöner Brocken! Und Koko auch noch! Seid ihr alle bescheuert oder was? Hey du Koko! Hast du noch alle? Das haut er natürlich ab. Das haut natürlich ab, ne? Ja, komm her. Komm her, Kroko. Na, kommst du her? Ich will dich haben, ich brauch dein Leder. Ich mach doch hier schöne Schüchen. Jedes Mal haut er ab. Ich hoffe, er haut mir jetzt Wasser ab.
gut. Haben wir noch Platz? Nein, natürlich nicht. Verdammt, kein Platz. Ja, komm, Ton, schmeiß mal weg. So, komm her, mein Junge. Stein, den nehmen wir nicht auf. Steine brauchen wir jetzt nicht. Bananenblätter. Ich habe noch 90 Leben, also 90% Leben. Ja. Das hat sich ja. Oh, wer ist das? Ah, was ist das denn? Ein kleiner Hirsch hier. Reden auch. Interessant. Ich denke, wir haben erstmal genug Fleisch. Krokodil-Dings haben wir auch. Okay. Wie nur 4? Nur 4. Einmal hatte ich 5 rausbekommen gehabt. Flachs können wir immer gebrauchen. Mein Schiff hat ja viele Seile und so. Daraus machen wir ja halt die Seile. Gut. So, jetzt war erstmal wieder zu Hause. Gucken wir erstmal unsere Ausbeute verstauen. So, komm her. Ja, tun wir hier. Da sagt Peter auch noch mit dabei. Da tun wir auch mit dabei. Schwefel, Erz, Peter. Ja, das haben wir alles soweit gut. Gut, packen wir erstmal hier unser Ofen ein bisschen voll. Guck mal her. Ein bisschen Kraftstoff rein. Eisenerz. Und Stein nehmen wir auch. So. Sonst können wir hier nichts reinpacken. Also, turn on. Na, anmachen. Unser Fleisch können wir dann auch ein bisschen braten hier. Pilze auch. Mais. Kann zum Mehl verarbeitet werden und Brot. Okay, da muss ich später mal gucken. Ich glaube nicht, dass. Nee, das wird nicht gehen. So. Was haben wir hier? Flachs. Ja. Kann ich auch mal drin lassen. Muss ich bestimmt was herstellen. Schon mal ein bisschen was her. Flachs. So. Wie geht's mit Essen aus? Apfel, Weizen, Erdbeere, Maisbrot. Ja, Mais brauchen wir auch. Irgendwie andere Sachen auch. Also es gab ein Update. Wir haben jetzt hier ein großes Bett, können wir sogar aufstellen. Ein Waschbecken, eine Wanne, eine Toilette, ein Sofa, ein Esstisch, ein Essensstuhl und 2 verschiedene Schränke. Das ist den neuesten großen Update, was gestern kam, dazugekommen. Sehr schön. Da brauchen wir aber ein großes Haus, ne? Nicht so eine kleine Fertighütte, muss man wahrscheinlich selbst ausbauen. Großer Rucksack, braucht man 20 Krokodilleder. Da gehen wir so schnell nicht hin. Fackeln haben wir nur. Achso, ich hatte doch eigentlich mehr gemacht, aber ist egal. 3. Das reicht erstmal, um hier was aufzustellen. Ja, wir brauchen für ein großes Floß 100 Holzscheide, 30 Stoff und 20 Seile. Da muss ich mal gucken, wie viel Stoff und Seile habe ich denn eigentlich? Stoff und Seile bitte. Stoff, Seile. Guck ich nochmal. Wir brauchen auf jeden Fall Stoff. Ja. Stoff auf jeden Fall. So, brauchen wir hier noch Holz. Brauchen nur noch Stoff, ne? Machen wir Stoff. Ein Glück haben wir jetzt genug davon. Wie war das noch? 30. Haben wir einmal Stoff dabei, dann kommen wir auch auf 30. Machen wir noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr müsste noch gehen. Gut, dann hätten wir das auch.
Also, ich habe noch gar nicht geguckt hier. Okay, Bambus haben wir diesmal nicht. Was machen wir hier? Moment, die Blätter. Ich weiß mal gar nicht, wozu ich sie brauche. Wollen wir später wissen. Aha, diese. Das Krokodilleder haben wir hier nicht mit drin. Bananenblätter haben wir auch wieder. Haben wir auch schon reichlich. Bananenbaumwurzel. Ah, da können wir vielleicht mal was einpflanzen. Wäre auch mal eine nette Idee. Irgendwas einzupflanzen. Wie geht das mit G oder so? Ich glaube, da müssen wir einen Hammer nehmen. Dann nehmen wir den. Oh, ich muss noch was essen und trinken, sehe ich gerade. Dann werden wir ein paar Kokosnüsse wieder vertilgen. Gucken mal, ein bisschen die Runde. Ja, schön. Wunderschöner Tag heute. So, jetzt brauchen wir nur noch Essen. Trinken ist so gut wie erledigt. So, tun wir hier wieder auffüllen. Eine bleibt noch, na egal. Na gut, der eine erstmal auch noch, komm. Komm her. Na komm, eine noch. So, weg damit. So. Ein bisschen was anderes essen. Was haben wir denn noch im Essen? Hier ist unsere Essenskiste. Ah ja, Fleisch, genau. Da brauchen wir gar nicht viel. Teil. Einfach Fleisch hier runterziehen. 6. Zweimal essen müssen wir eigentlich voll sein. Jawohl. Zweimal essen sind wir wieder voll. Tun wir den Hammer hier hin. Nehmen wir mal den Hammer in der Hand. Und drücken mal G oder so. Aha. Dann können wir hier was einpflanzen. Sollte ich vielleicht mal hier machen. Vielleicht hier so. So, interagieren. Was nehmen wir denn? Was habe ich gesagt? Ah, was hatte ich denn gesagt? Mais? Ja, Mais brauchen wir ja immer, oder? Bewässerung. Mais jetzt drin. Ja, sieht so aus, oder? Was hat man denn noch? Was hat man denn? Oh, Moment. Schließen wir. Schließen mit E wieder. Was hat man denn? Hier, Bananen. Ja, Bananen können wir ja auch machen, ne? Bananen, vielleicht hier so. So ein paar Bananen. Bananenbaum. Mit zwei verschiedene Bäume. Zwei verschiedene Bäume. Egal, oder? So. Ja, arbeitet schon. Okay. So, dann haben wir zumindest noch ein bisschen was ein. Was gepflanzt. Ist auch nicht schlecht. Essen tun wir mal rüber. 4 Stück. Brauchen wir so viel Holz. Brauchen wir nicht, ne? Dann nicht hier. So. So. So geht's. Was haben wir hier Schönes? Oh, Eisenbahn, wunderbar. Haben wir ja nur reichlich. Ein bisschen mehr Holz drauf machen. Brauchen wir bestimmt noch ein bisschen mehr. Aber
Holz. Ich habe mal so eine schöne Truhe. Und nochmal ein bisschen leiser, wegen dem Gewitter hier. Ein bisschen leiser machen. So, Stoff. Ich hoffe, wir haben bald genug für unser Floß. Gebratener Pilz. Gut, der ist auch fertig. Ja, hier, diese Krokodilleder. Da brauchen wir noch 11 Stück. Wird man hier sehr groß Inventar haben. Da wäre das erheblich vom Vorteil, würde ich mal sagen. Was ist mit Schwarzpulver hier? Schwarzpulver. Holzkohle haben wir noch hier. Alle zweimal nur. Na gut, machen wir zweimal. Pilz, Mais. Später mal gucken, wofür ich eigentlich Mais brauche. Kochen ist ja nichts. Kochen haben wir nichts. Wie sieht's aus mit Holz? Nee. Wirklich so wenig Holz, ja. Schon denken. Wasser haben wir. Wasser brauche ich ja irgendwann auch, ne? Okay. Weiter. Holz? Das Holz geht aber weg wie warme Semmel, würde ich mal sagen. Oder ein bisschen Holz schlagen. 200 brauche ich auf jeden Fall. So, dann haben wir aber weg. Ja, komm her. Schlagen wir noch ein bisschen. Ja, ein bisschen Holz noch. Baum. Gleiche Liebchen hier, schön bunt gestaltet. So stelle ich mir im Sommer auf einer Meeresinsel vor. Jawohl. Wollen wir noch ein bisschen Holz schlagen, damit wir zumindest unser Floß bauen können. Das braucht ja nur auch wahrscheinlich einige Minuten, bis es dann fertig ist. So, dann habe ich vielleicht so weggeschnappt den Baum. Ehrlich. Ist ja richtig flott von der Hand. So, dann schauen wir gleich mal. Ah, 190 brauchen wir, also noch ein bisschen mehr. Wie viel brauchen wir noch? Schon genau, wie viel man so verbraucht. Dann wollen wir mal weiter als Baumfäller hier tätig werden. Und die spornen ja wieder nach. Ich denke mal, wenn ein ganzer Tag rum ist, dann stehen die dann wieder da. Die Ziege lasse ich mal in Ruhe. Pilze mitnehmen? Ja. Geht. Okay. Die Ziege steht da immer noch links in Lauerstellung. Die will ja wohl nichts von uns. Hoffe ich. Wieder Pilze. Pilze. Na, Ziege. Nein, versucht ja schon nicht zu nahe zu kommen. Darf mir die Pilze nehmen, Ziege? Ja, ne? Okay. Sehr nett von dir. Was haben wir hier? Oh shit. Meine Machete, bitte. Oder meine Knarre. Mal sehen. Wo ist er? Ach, Mistvieh. Mistvieh. Meine Knarre nehmen. Habe ich noch gar nicht benutzt. Scheiße. R-Taste drücken, aufladen. R-Taste drücken, aufladen. Schon wieder? Muss ich schon wieder aufladen? Hier sind ja meine Patronen bald alle. Na komm, laden, Junge.
Wie nur zwei Schuss immer? Was soll denn das? Komm, mach fertig da. Da haben wir ganz schön Munition verbraucht hier. Muss noch ein Häppchen drauf essen. Ja. Ach, Inventar voll. Macht doch keinen Blödsinn hier. Tu die Blätter weg. Nein, nicht teil, fallen lassen. So, rohes Fleisch. So. 21 Patronen haben wir noch. Wie, wenn ich nachlade, habe ich nur zwei Patronen immer. Muss ich aber sehr oft nachladen, muss ich schon sagen. Dann nur nicht so Schrotflinte, ne? Da passen halt nur zwei Patronen rein. Ist keine Winchester oder so. Oder keine MP. Mit Magazin. Das haben wir hier noch nicht. Von daher verstehe ich das schon. So, was haben wir denn? Pilze kann ich da auch hier. Müssen auch gebraten werden. So. Holz habe ich nur noch. Na, das reicht aber. So. Ne. Hotel. So geht's nicht. Muss man so machen. So. Mal fertig. Wie sieht es hier im Ofen aus? Wunderbar. Steine haben wir diesmal nicht, den brauchen wir ja nicht unbedingt. Also das Fleisch kann ich auch wieder hier hin. So. Wie? Achso, ist er fertig. Hier den, das rohe bitte. Das rohe Fleisch. So. Gut, haben wir noch ein bisschen drauf. Egal. Hauptsache, ich habe hier 100, 200 Holzscheide. Ist wichtig. Dann wollen wir gleich mal gucken, ob wir hier so haben. Schwarzpulver. Okay. Stoff brauchen wir mit Segelschiff, ne? Das gehört hier zusammen. Patronen herzustellen. Stoff brauche ich ja alles. Seile brauchen wir. Die Pilze brauchen wir jetzt auch gar nicht. Das fertige Essen kann auch mal weg. Ist ja hier. So. Pilze hier rein. Wie viel passt denn? Ah, gut, geht doch. Lässt sich stecken. 39 ist gut. Sehr gut. Tun wir Mais auch erstmal weg. Haben wir hier noch Bananenwurzeln? Wir können noch mehr Bananen später anpflanzen. Flachs haben wir noch. Okay. Ja, Wasser kann ich euch hier lassen. Tun wir das mal hier so rüber. Jetzt gucken wir mal. Großes Floß. Ja, machen wir einmal. Zack. 100 Sekunden. Sehr schön. Dann haben wir gleich unser Floß. Steine bitte. Gut, die Kiste ist da gut wie voll, ne? Ich ziehe mal ein bisschen hier rüber, damit man besser sieht. Normal müssen wir ein paar Krokodile müssen wir noch erledigen. Geht nicht anders. So, die Axt habe ich ja. Nochmal, und die Machete gibt irgendwann auch ihren Geist auf. Mal gucken unter Werkzeuge. 40 Eisenbahnen für eine Machete. Das ist natürlich auch heftig. Machen wir aber. Können wir gut gebrauchen. Machete machen wir dann auch. Pickhacke. Auch 20. Meine Güte. Ach komm, wir haben es ja. So, machen wir die Pickhacke auch noch. Auch noch eine. So, haben wir erstmal vorläufig. Ah, ich wollte hier noch so einen Wasserspender haben. Wegen den Pflanzen. Steht hier.
Wegen den Pflanzen. Dann mache ich mal. Gibt es auch eine größere? Und nur die kleine. Hier ist ein Wassersammler. Was? Achso, braucht ein Bananenblatt. Gibt es nur in klein? Okay, Bananenblätter. Die hatte ich doch hier, oder? Ja, Bananenblätter. Nehme ich mal hier raus. Na, dann machen wir noch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Gut. Dann lassen wir erstmal durchlaufen. Ziehen wir unser Wasser raus. Shift und linke Maustaste. War wieder ganz schön was drin. Okay, machen wir so. Naja, war ein bisschen zu viel hier. Das soll ja noch arbeiten, nicht? Ja, machen wir so. So, jetzt gehen wir mal zu unseren Beeten, wo wir angepflanzt haben. Die brauchen bestimmt Wasser. Mit Sicherheit jede Menge. Bewässerung. Ah, geht automatisch. Brauche ich gar nicht machen hier. Und hier ist Erden. Ja. Ja, gut. So. Bewässerung. Wachstum 0. Ist das schon fällig oder wie? Kein Wasser nötig. Ernten. Wie kann man das? Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wenn wir noch rausfinden. Also wir brauchen gar nicht so viel Wasser. Oder wie sieht das aus? So. Also unser Floß. Ist unser Floß schon fertig? Jo, unser Riesenfloß ist schon fertig. Leute, guckt ihr mal an. Entschuldigung. Wir machen noch eine Kiste hier. Zwei Kästen. Da können wir unser Wasser reintun. Dann gehen wir mal ans Meer. Gucken wir mal, wo es schön flach ist. Wo wollen wir eigentlich hin? Da drücken wir auf die Map. Kann man hier sich irgendwie ein Ziel setzen oder so? Wo sind wir denn? Gute Frage. Giant Eagle. Großer Adler. Sind wir etwa hier? Wir sind zu Reisepunkte, glaube ich. Wo wollen wir denn hin? Sind wir etwa hier? Keine Ahnung. Weiß ich im Moment gar nicht. Ich schätze mal, sind irgendwo hier unten. Hier, ah, hier, juhu. Wo? Sieht aus wie ein Wassertropfen. Hier sind wir. Ja, wo wollen wir denn hin? Vielleicht erstmal hier hin. So, da kann ich einen Punkt setzen. Destination Punkt kann ich hier setzen. Okay. Habe ich gesetzt. Da wollen wir nachher. Mal gucken, ob das Wasser hier auch flach ist. Können wir hier unser Bötchen hin tun. Sieht ganz gut aus, oder? Ja, ich denke schon. So, nehmen wir mal unser Bötchen. 5. Wie groß ist es denn? Oh, ich habe mir das mal wesentlich größer vorgestellt. Ah, ist auch größer, ja. So, gucken wir mal. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier auf dem Floß. Wie sieht's denn aus? Kann man hier auch Kisten hinstellen? Wissen wir jetzt nicht, ne? Das wissen wir jetzt nicht. Schön wäre es ja, wenn wir hier eine Kiste mit draufpacken könnten, um was mit zu transportieren. Was ist das denn hier? Eine Wassersammler. Achso, ich habe keinen Platz mehr hier. Achso, ich verstehe. Kein Platz mehr. Ja gut, dann lasse ich das Holz mal fallen. Mit einem kleinen Wassersammler mit. Wassersammler haben wir. Andere war
Der Kasten, genau. Ich brauche den Kasten. Kann man da nicht stecken? Ne, kann man nicht stecken. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir einfach hier lassen. Lassen wir die Harpune hier, oder? Fallen lassen. Kasten aufheben. Kasten runterziehen. Mal sehen, ob das hier auch geht mit dem Kasten. Nee, geht nicht. Geht leider nicht. Hier, ja. Nee, das bringt uns ja nichts. Das bringt uns nichts. So, dann gehen wir mal wieder heimwärts. Tja, gut, das große Floß hätten wir dann schon mal. Ja, ist okay. Was haben wir hier noch fallen lassen? Kleine Wassersonde, noch einer. Ah, lass ich die Bananenblätter hier. So. Jetzt erstmal wieder Richtung Hütte. Und ein paar Fackeln mal aufstellen hier. Ein bisschen Licht machen. Fackeln. Hier. Sechs. So, Licht hätten wir noch schon mal. So, dann wollen wir mal die Wassersonde aufstellen. Zwei haben wir, aber das wird nicht reichen. Stellen wir hier noch ein paar auf. So, ach, haben wir noch zwei. Naja, weil ich Wasser für meine Bäume haben wollte. Die Kiste. Die Kiste habe ich noch gar nicht aufgestellt. Nee. Na, ist egal. So, machen wir mal hier. Zum Wassersonder hin. Und hier auch. So. Da brauchen wir eigentlich gar keine Kiste, was? Mal können wir mal gucken, brauchen wir noch Wasser? So. Wasser hat er sich gezogen. Wackeln sieht gar nicht schlecht, ne? Weil wenn man später mit dem Floß unterwegs ist und am besten fährt man im Dunkeln nach Hause, dann sieht man wenigstens, wo das Licht brennt, auf welcher Insel. Dann erkennt man sofort. Ja. Wo die eigene Insel ist. Und man merkt sich das einfach, ja. Ich tue die Kiste, die eine Kiste, die ich hier habe. Stell ich trotzdem mal hier hin. Wohin? Wohin? Hier so, oder? Rechts oder Mitte? Jo. Tun wir gleich das Wasser mal hier rein. Also ein bisschen Wasser brauchen wir ja auch. Lass mal den Achter rüber. So. Gut. Dann wollen wir hier wieder etwas zurück tun. Essen, wie sieht es damit aus? Wieder essen? Ja. Na, einer reicht ja praktisch. So, nochmal teilen. Nummer 1. Wir
wir schon bei 95. Ein bisschen Wasser trinken noch. Gut. Wir sollten uns ein bisschen schlafen legen, dann können wir noch ein klein bisschen Gesundheit dazu. Und 3 Pünktchen, glaube ich. So. Springen wir mal drauf. Drücken Taste X und schlafen ein wenig. Oh, wir schlafen sogar quer im Bett. Na, ob das so bequem ist. Na gut. Wir schlafen ja auch nicht lange, ne? Ne? Stehst du wieder auf? Jawohl. Jawohl, er steht wieder im Bett. Ja. Gut. Das hätten wir dann auch. Schauen wir noch mal kurz, kann das 2 Stück kann man ja mitnehmen. Pilze, die passt rein, 50. Na gut, kann man den ja so verspeisen. Äpfel gehen nicht mehr. Ja. Ist okay. So, Flachs haben wir noch. Wenn wir hier Verband herstellen wollen, brauchen wir Stoff. Und einmal Wein. Wein. Wie stellt man Wein her? Mais. Aus 5-mal Mais. Ja. Ja, dann machen wir das doch mal. Wein. Ja, machen wir 2-mal Wein. Stoff haben wir. Gut. Man braucht immer seine Zeit. Das ist eben so. Hier, Fackeln. Fackeln wollte ich noch welche machen. Hier. Harpunenstab, nein, da brauchen wir nicht. Zauberbogenschrumpfhinter haben wir ja. Stehende Fackel, ja, da wollte ich noch was. Ah, gut, dass wir noch Stoff haben. 1, 2, 3, 4. 4 Fackeln. Geht noch mehr, ne? Machen wir 6 Fackeln. So. Sehr schön. Ach, Fischreuse haben wir ja auch. Wir können ja unsere Fischreusen gucken hier. Da sind diese kleinen Fischsymbole hier. Ich hatte ja in einer anderen Folge 2 Fischfallen aufgestellt. Das schauen wir doch mal kurz nach. Schauen wir mal nach, ob sich da was getan hat. Abtauchen. Ich hoffe, kommt jetzt kein Hai oder so. Ne? Hier. Hier ist es. Ah, es fliegt alles rum. Jetzt muss ich alles aufheben. So, ich habe die Reuse geöffnet. Das ist aber jetzt schwierig. Wird ganz schwierig hier die Teile zu fangen. Das sieht so einfach aus, ist es aber nicht. Gar nicht so einfach. Ich hätte die Fischreisen tiefer auslegen sollen. Wie Inventar voll. 2 Krebse voll, ja? Okay, dann brauchen wir nicht weiter tauchen. Was die andere Fischreise? Komm. Aber wir haben Inventar mal wieder mal voll. Also geht's wieder an Land. Ja. Ja, man kann die Fackeln sogar bei Tageslicht sehen. Aber wir haben jetzt alle Fackeln, oder? Mal hier hin, dahin. Und gleich mal die 6. Und Fackeln aufstellen. Wo später lang gehen, dass wir wissen, wo wir sind. So. So, stellen wir hier noch eine auf. So gut wie wir können.
vielleicht hier noch. Hier am Strand. Oder Wasser flach ist. Hier kann man ja auch später an Land mit dem Floß gehen. Dann werden wir hier mal eine Fackel aufstellen, was? So. Hier auch. So. Dann haben wir das. Die Kokosnüsse wieder runter. Auf geht's. Bringen wir unsere Krabben weg. Und können wir auch gleich schön rösten hier. Unsere Bratstelle. Haben wir noch? Ja. Jetzt muss ich mal hier hin. So. Und den Fisch, die Makrele. Die Makrelen tun wir auch dorthin. Dann haben wir wieder Pelz. Den können wir glaube ich so gleich essen. Genau. Das bisschen Essen tun wir wieder beiseite. Mais auch beiseite. Ach, wir haben noch eine Krabbe hier. Die Kacke. Achso, ja, ist jetzt doppelt. Ja. Doppelt. Oh. Dann haben wir das Doppelte hier. Wurfspeer, Pfeile. Weltpfeile. Und so. Ja, gut. Meine Krabbe hier rein. Die ist schon fertig hier. So ein Ding, da brauchen wir gar nicht so viel, ne? Holzscheide. Alles gut. So, nehme ich die paar Krabben mal mit rüber. Dann ist er gleich fertig. Kann ich auch gleich mit rübernehmen. So, fertig. Ab in die Essenskiste. So, haben wir ein bisschen was zu essen. Sehr schön. Das andere kann man erstmal weg, oder? Ich denke, das kann erstmal weg. Das andere muss auf jeden Fall noch ein Kroko erschießen. Machete hatte ich auch. Machete hatte ich auch doppelt gemacht, oder? Und da habe ich die weggepackt, oder was? Die hatte ich doch doppelt, weiß ich doch. Den Wurfspeer tue ich erstmal weg. Tue ich die Lampe dazwischen. Also. Überlebensbogen, ja. Das mal so mit den Pfeilen. Ich hatte doch eine Machete, oder nicht? Gemacht gehabt. Täusche ich mich? Okay, da tue ich das erstmal hier rüber. Eisen. Achso, ich brauche jetzt sowieso. Wie viel brauche ich denn? Wenn ich die Machete noch mal machen will, 40 Eisenbahn, 5 Seile. Eieiei. Okay, Seile haben wir ein Glück noch. Kann man teilen. So. Und Eisenbahn. Komm her. So, einmal Machete bitte. So. Jetzt darf ich das nicht wieder rausnehmen. 40 bei uns, ne? Ja. Gut, da kann das hier, da kann er auch auf jeden Fall weg. Und, ne, das muss drin bleiben. Okay, dann haben wir soweit. Ne? Du kannst. Mann, du warst doch woanders. Du warst doch woanders. Jetzt habe ich zwei große Kisten. Oh ne, ich hatte gar nichts mehr. Gut. Und ebenso. Das ist okay. Gut. Puh, einmal hier rein. Ich hätte gern noch mehr Krokoleder. Das heißt, ich muss noch mehr von den Krokos erledigen. Was ist mit Munition? Kann man da noch was herstellen? Das war Essen. Das ist hier alles fürs Haus und so weiter. Hier Schwarzpulver. Stoff.
Verband. Ich habe auch einen Verband gemacht. Oh, täusche ich nicht. Mit Wein. Ja, das wundert mich jetzt aber. Das wundert mich ein bisschen. Also, müssen wir viel wundern, einfach machen. Okay, das ist der Verband. So weit, so gut. Ich wollte noch Patronen schauen. Habe ich jetzt übersehen? Hier ist doch. Hier sehe ich keine Patronen. Hier, Schwarzpulver. Schwarzpulver haben wir. Eisenbahn. Wir haben auch noch 10 Stück. Dann machen wir noch 5 von den Patronen. Dann haben wir dann auch. Das ist aber ganz gut bestückt. Verband ist nicht schlecht. Wenn man sich mal verletzt oder so, brauchen wir das. So. Eine Patrone haben wir schon, hier auch eine. Was ist denn die nächste? Holz. Achso, brauche ich noch. Holz brauche ich auch nicht für die Schrotpatronen, ne? Nee. Kann ich auch schon mal ein bisschen beiseite tun. Und drüben Stoff auch. Stoff voll auch, ne? Eisenbahn, Schwarzfolge. Ja, na gut. Tun wir es auch mal beiseite. So, dann hätten wir doch alles gekräftet. Ach, das ist Wein. Minus 10 Gesundheit. Wie ist das denn? Minus 10 Gesundheit. Den Wein tue ich mal dahin. Dann baut man sogar Gesundheit ab. Mal sieh mal an. Wie sieht es mit unserem Ofen aus? Ach, schon wieder wunderbare Eisenbahn hier. Ich wollte es erstmal rausnehmen. Brauchen wir jetzt nicht. Holz auch raus. Wunderschöne Eisenbahn wieder. So. Hätten wir das auch. Holz zum Oberseite. Brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Ich habe jetzt einiges doppelt. Das doppelt, das auch. Den Pilz kann man ja essen, ne? Dann nehmen wir noch ein paar Kokosnüsse. Zu uns. Sehr schön. So, das war's mit dem Essen. Die Axt ist hier. Ja. Die geht irgendwann flöten, aber ich nehme lieber erstmal die, ne, ich würde sagen die Machete, oder? So, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Beim nächsten Mal werden wir noch ein paar Krokos jagen, zumindest ein Krokodil, wird ja wohl noch eins auf der Insel sein. Wenn wir in diese Richtung gehen, Richtung großes Floß, und dann werden wir mal zu einer anderen Insel, vielleicht so eine kleinere, und gucken, ob da auch noch ein paar Krokodile rumschleichen, die wir jagen können, wenn wir unser großes Inventar haben und auch aufschöpfen benutzen können. Gut. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn das heißt My Island. Bis dahin, bleibt gesund. Alles Gute wünsche ich euch. Bis dahin, euer Ernest Potter und tschüss.